Jo, hallo, begrüße euch zu einer neuen Tipps und Trickserie. Um was geht's heute? Es geht um Softschäkeln. Nein, das ist nichts Neues, habt ihr die erfunden, die gibt's schon, weiß gut wie lange, verwenden auch verdammt viel, aber ich hab's jetzt für mich wieder gefunden eigentlich. Und zwar, was kann man damit machen? Was sehen wir da? Es habt ein Ritschlein zum Beispiel, die meisten haben sie ja unter dem Tarparena, so wie ich die auch mache. Und wenn die Ritschlein schon da herumklingt, dann ist ja das natürlich optimal, wenn man gleich was aufhängen kann. Ne? Und ja, es ist nicht überall mit Karabiner oder so. Gut, das Messer wird es auf einen Karabiner war. So wie da zum Beispiel. Das geht auch relativ rasch zum Übernehmen. Ein Griff und das Ganze ist herunten. Und so ein Softschäkel ist nichts anderes wie eine Schnur mit einem Knopf auf der einen Seite und mit der anderen Seite ein Schlauferl quasi. Und ich habe da jetzt eine Besonderheit, ich habe da so eine kleine Perle aufgefallen. Zeige euch dann noch näher, was das für Vorteile hat. Weil man kann dann ganz einfach hergehen, fallt sein Teil, was man aufhängen will, da durch rein, fährt mit der Schlaufe über den Knopf. Und das Ganze halt. Was ich jetzt mit der Perle da noch mache, ist nichts anderes, als wie dass ich da drüber fahre über den Knopf, das zuziehe und das kann auch nicht mehr von allein aufgehen. Also, das ist eine Besonderheit. Muss man keine Perle nehmen, es könnte sich so ein Stück ein Holzerl schnitzen mit einem Loch durch, so wie man es vom Detlef seine Seilspanner hat, das könnte sich ja viel kleiner machen und mit denen. Und das halt dann pipifeinst. Es gibt aber auch eine andere Methode, wenn so einer Holzerl nicht haben will oder so eine Perle nicht haben will. Gehen wir ganz einfach einmal her, vergessen wir die Perle, es nehmt den Knoten da herum, das Schlauferl da, macht es dahinter auf, fahrt es da dazwischen durch, legt das Schlauferl über den Knoten drüber und zieht es einmal an und es wird sehen, das hält genauso gut. Hält sehr gut. Mir gefällt es halt ein bisschen besser mit der Perle. Ist halt optisch ein bisschen schöner. Oder mit einem, wie gesagt, mit einem kleinen Holzerl, irgendwas. Und so finde ich, ist das einfach zum Verstauen. Man kann auch das natürlich super auf dem Rucksack draufhängen. Auf einem Molle, fallt es durch, das Ding, was anhängen wollt, drüber über den Knopf zuziehen und das halt bombenfest. Dadurch, dass ich das doppelt noch ist, die Schnur, halt das bis zum Nimmerleinstag. So, ich zeige euch das jetzt da noch einmal aus der Nähe. So schaut das aus. Das könnt ihr euch natürlich in Längen machen, wie ihr es wollt. Ist jedem seine Sache. Wie gesagt, ich habe jetzt meins mit meiner Perle und das ist ganz einfach zu machen, mit der Schlaufe fahrt über den Knoten und dann schiebt die Perle da quasi einfach in die Höhe und der hält bombenfest. Und wenn ihr die Perle nicht habt, gibt es den zweiten Trick, vergessen wir mal die Perle. So, dann geht es her, nehmt die Seiten, wo das Schlauferl ist und fahrt da herum, durch und dann Knoten durch. So, und dann legt das Schlauferl über den Knoten drüber und zieht es da einmal fest. Und dann werdet ihr sehen, dass das genauso gut hält. Das hält bombenfest. Da ist nichts drauf zum Rütteln. Die schönere Variante ist natürlich mit der Perle. Schaut halt auch optisch schöner aus, muss ich sagen. Ja, und das könnt ihr machen natürlich so kurz ist das wollt oder so lang ist das wollt. Und damit ist sicher an jedem ein bisschen geholfen. So, und jetzt werden wir nochmal demonstrativ da was anhängen. Sagen wir, wir hängen das Netz an, es fährt da durch. Fahrt natürlich obere Leine drüber, fahrt mit dem Knopf durch, sichert das mit der Perle
und das halt bombenfest. Ja Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesen Softschäkeln. Wie gesagt, das könnt ihr das machen, solange ihr es wollt. Bauerkart. Ich nehme einen ganz normalen Knopf, das könnt ihr auch einen Achter rein machen. Könnt ihr das so lang machen, wie ihr wollt. Vorher durch, wenn ihr es kein Perl nehmen wollt. Festziehen. Und das halt bombenfest. Und geht natürlich auch wieder ganz flott auf. Ja Freunde, ich hoffe, ich habe euch wieder was, naja, nichts wird es nicht gewesen sein, aber was dazu können, was man auch jeder brauchen kann. Ich denke, es ist nicht schlecht. Ich verwende es jetzt wieder öfters auch. Und in dem Sinne sage ich wieder, danke fürs Zuschauen. Ciao Freunde.